Hallo, willkommen zu einem neuen Wochenvlog. Ja, ich stehe im Badezimmer. Ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal meine Morgenroutine. Die ist total einfach, die ist total simpel. Ich benutze auch so gut wie gar keine Kosmetik, bis auf meine Lieblingsprodukte. So. Ihr kennt ja diese wunderschöne Creme schon, ne? Das ist nämlich die Aloe Vera Creme Body Cream. Ich liebe sie, weil sie trocknet total schnell ein. Ihr kennt ja das so mit dieser T-Zone hier, ne? Das liebe ich sehr, weil die ist nämlich immer sehr, sehr schön trocken. Und ich brauche jetzt einfach mal beide Hände dafür. Weil die Haut ist nämlich so trocken, dass man immer schön beide Hände benutzen muss. Überhaupt die Feuchtigkeit ins Gesicht zu kriegen. Gerade bei diesem Wetter, und ich meine das Winterwetter, das trockene Wetter, das ist so unglaublich kalt für die Haut. Und man merkt, dass an den Tagen die Haut noch trockener ist als normalerweise. So. Ich kann auch nicht so viel davon auftragen, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn ich sehr viel davon auftrage, ich allergisch darauf reagiere. So. Und jetzt ist sie auch schon eingezogen. So. Ich habe übrigens, wenn ihr vom Duschen kommt, auch noch diese sensitive Körpermilch. Ne? Die ist für empfindliche Haut mit Bio-Olivenöl. Ich kann sie nur empfehlen, falls ihr Allergiker seid. Ich weiß, das ist jetzt Plastik. Aber die Naturkosmetik von Alterra ist wirklich sehr gut. Und wenn ihr vom Duschen kommt und ihr braucht eine Bodycream, dann nehmt diese Milch. Die ist sehr, sehr gut. Die kann ich sogar als Allergiker, kann ich die sogar vertragen. So. Während das jetzt schön einzieht, mache ich mir nämlich meine Haare. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe ganz viele Locken. Das liegt daran, dass ich die abends, wenn ich geduscht habe, ich föhne die nicht, weil ich lasse die dann naturtrocknen. Weil ich möchte auch nicht, dass ständig von diesem Föhn meine Haare kaputt gehen. Obwohl sie natürlich besser liegen, wenn sie geföhnt sind. Aber man kann halt nicht alles haben. Und fürs Bett föhne ich die nicht. Dann lebe ich lieber mit den Naturlocken. Und seit ich das Naturkosmetik-Shampoo benutze, ne, Naturkosmetik, habe ich sogar keine filzigen Haare mehr. Ich habe auch keine Probleme mehr mit trockenen Haaren. Und ich habe vor allem auch keine Probleme mehr mit Knoten im Haar. Ne, ich kann die so ganz normal durchkämmen, so, ne? Weil ich absolut keine Probleme mehr damit habe, mit Knoten im Haar. So, dann kämmen wir die mal hoch. So. Jetzt haben wir die Haare schön gemacht. So, jetzt kommt Isana. Hydro Booster für feuchtigkeitsarme Haut. Ich weiß, ihr könnt das nicht sehen, weil das ist so spiegelverkehrt. Aber kann ich leider nicht ändern. So. Mehr von dem Zeug braucht ihr auch nicht. Das geht ihr gut, so gut in die Hände. Und dann geht ihr
Einfach da so drüber. Vor allem das Zeug hält sich sehr gut. Weil dieses Gel, das verbreitet sich sehr gut, vor allem hier so an den Augen. Weil hier ist immer, in der T-Zone ist immer alles trocken. Ne? Und da muss das Zeug besonders gut hin. Und das ist auch total schnell, ist das eingezogen. Echt. Ich liebe dieses Zeug. So. 24 Stunden Deo. Wasserlilie. Ich habe das mit dem Urlaub gehabt. Das riecht, das sind 25 Milliliter, das dürft ihr sogar mit ins Flugzeug nehmen. Das riecht so außerordentlich gut. Vor allem nach Urlaub. Das ist so, als würdet ihr euch Parfüm aufsprühen. Und es gibt total gutes Feedback von den Kollegen, die sagen: Oh mein Gott, du riechst ja ganz gut. Ich so: Ja, danke schön. So, das ist uninteressant, das ist nämlich Melkfett. Ich weiß nicht, ob ihr Probleme habt mit trockenen Lippen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich habe immer trockene Lippen, gerade im Winter, dann platzen die alle auf. Und dann mache ich Melkfett auf die Lippen drauf, damit die einen Schutz haben. Im Winter ist mir persönlich das ein bisschen zu kalt und ich merke, wenn ich im Winter nach draußen gehe, habe ich trockene Lippen. Und wenn ich dann hier in der Wohnung bin und ich habe die Heizung an, trocknen die Lippen nur noch mehr aus. So, und dieses Fett, das hält locker 8 Stunden. Also ich merke das, also wenn ihr jetzt nichts essen tut, ne? Das hält sich nämlich, weil Fett hält auch, wenn ihr was trinken tut, weil das Wasser perlt ab. Das heißt, wenn ihr euch Fett auf die Lippen macht und ihr geht nach draußen und es regnet, hält das trotzdem noch. Nur wenn ihr halt was essen tut, hält es natürlich nicht. So, und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das drauf mache, meinen Lippen geht es im Winter durch die Heizungsluft und durch die Kälte draußen viel, viel besser. Ich habe weniger Probleme. Vor allem diese Risse in den Lippen tun echt weh. So, Meerwasser-Nasenspray. Ich weiß, die Nase wird sehr oft vernachlässigt, aber ich mag keine dreckigen Nasen. Und da ich nur 1,60 Meter bin, kann ich sehr oft sehen, was andere Leute in der Nase haben. Das ist echt ekelhaft manchmal. So, ich benutze das Meerwasser-Nasenspray, um meine Nase morgens sauber zu machen. Vor allem, das wirkt und der Dreck kommt hinterher raus. Weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Ich habe zum Beispiel dieses Emsa Nasensalz. Das kommt bei mir nämlich in die Nasendusche. Gerade wenn ihr Allergien habt, ihr Probleme habt mit Staub, mit Allergien, mit gerade im Sommer auch mit diesen ganzen Pollen, die draußen rumfliegen, ist jetzt kein Thema für den Winter, aber ich erwähne es nur mal, weil ich euch jetzt gerade meine Morgenroutine vorstelle. Wenn ihr Probleme habt mit Pollen, die draußen rumfliegen im Sommer, Nasendusche. Jeden zweiten Tag und ihr habt keine Probleme, weil ihr merkt es nämlich hier vorne, dass euch die Stirn-Nebenhöhlen anfangen weh zu tun. Und wenn ihr eine Nasendusche macht, dann reduziert sich das. Ihr habt dann weniger Schmerzen. Und als Allergiker kann ich euch das sagen, dass es sehr, sehr gut ist. So. Ja, das war meine Morgenroutine. Also wer jetzt denkt, ich schminke mich aufwendig, das tut mir sehr leid, das ist nicht der Fall. Ich habe zwar Naturkosmetik stehen von Alterra, aber ich benutze die nur ganz selten, weil
Ich brauche sie meist nicht und für die Arbeit brauche ich sie auch nicht. Ich finde das Natürliche viel, viel schöner. Und ja, es wird vielleicht mal den ein oder anderen Moment geben, aber der ist jetzt nicht gegeben. So, das war meine Morgenroutine. Das war es auch für heute, weil ich muss mich nämlich fertig machen zur Arbeit. Ich muss jetzt mir was zu essen fertig machen, meine Sachen für die Arbeit packen, mir noch Arbeitskleidung anziehen und dann geht es auch schon wieder zur Arbeit. Ich muss nämlich heute noch arbeiten. Heute ist Freitag. Morgen, Samstag und Sonntag habe ich frei. Mal schauen, was ich dann mache. Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich wieder aufräumen und waschen. Aber das kläre ich morgen. Also, bis morgen. Hallo, es ist Samstag. Ja, ich habe frei. Und wie soll es auch anders sein? Es ist garantiert nach 11 Uhr. Ich bin jetzt erst angezogen, ne? Hallo, hallo. Ja, bin jetzt erst angezogen. Und hab natürlich heute Morgen um 7 Uhr war ich schon wach. Hab um 8 Uhr schon die Wäsche angemacht. Und ja, was soll ich sagen? Die erste Waschmaschine ist jetzt fertig. Die hänge ich jetzt auf. Und ich drücke mich vorm Einkaufen. Ich hasse es, samstags einzukaufen. Da sind nur Idioten und Spinner unterwegs. Und jetzt bin ich einer davon. Ja, haha, hallo. Ja. So. Ich habe hier einen riesengroßen Wäscheberg noch liegen an Schwarzwäsche, Buntwäsche und so. Und hier, ne, ist jetzt die nächste Waschmaschine fertig. Ja, die hänge ich jetzt auf. Jetzt könnt ihr mich immer noch sehen. Ich mache nämlich gerade eine neue Wäsche. So, die Maschine mache ich noch nicht an, weil ich muss nämlich gleich noch zum Einkaufen. Da habe ich eine schwarze Hose, die wollte ich noch mitwaschen, weil ich die für die Arbeit brauche. Und dann verzichte ich erstmal darauf, die Waschmaschine anzumachen und werde jetzt erstmal einkaufen fahren gleich. Und dann werde ich danach die Wäsche waschen, weil dann kann ich nämlich auch die Hose in die Wäsche tun. Dann liegt die nicht noch eine Woche hier rum. So, damit habe ich übrigens den Morgen verbracht, ne? Wer kennt's? Jamie Oliver. Jamie Oliver Together. Ja, keine Ahnung, ich habe die Folge noch nie gesehen, ist interessant. Vorhin hatten die eine Folge über Veggie. Ja, Veggie Food. Naja, kann man sich ansehen? Kann man sich ansehen? Ist ganz interessant. So, wir gehen mal in mein Büro. Ich habe ja noch eine Sache habe ich ja noch, ne? Und zwar, vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die GEZ. Ich habe ja die GEZ jeden Monat bezahlt. Ich habe ja einen Widerspruch geschrieben. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt, ne? Ja. Da habe ich den Widerspruch rausgeschickt, dass ich die Mahngebühr nicht bezahle, weil die pünktlich ihre Sachen bekommen. Ja, und jetzt kriege ich schon wieder einen Zettel, ne? Schon wieder mit einer Aufforderung. Jetzt sind es keine 55 Euro mehr, jetzt sind es 81 Euro, die die haben wollen. Und ich denke mir, ja, habe ich doch bezahlt, ne? Dann steht hier 12.10. Zahlungseingang. Wow. 3.11. Rundfunkbetrag für eine Gebühr. 10.2022 bis 12.2022. 55 Euro. Ja, das haben die ja gekriegt. Ich habe ja den Rundfunkbetrag für Oktober, November, Dezember bezahlt.
Ne? Und am 11. November, da geht nämlich schon der Rundfunkbeitrag für Januar raus, weil ich das seit 3 Monaten im Voraus bezahle. Ja, und jedes Mal sagen die Zahlungseingang, Zahlungseingang, Zahlungseingang. Aber aus irgendeinem Grund kriege ich jeden Monat, und ich meine jeden Monat, trotz Zahlungseingang, eine Rechnung von 80 Euro. Entweder schreiben die drauf, oh, sie zahlen uns 55 Euro, oder sie zahlen uns 81 Euro. So. Und jeden Monat kriege ich eine Rechnung von 80 Euro. Was denken die denn, dass ich jeden Monat 55 Euro bezahle? Ne? Also man kann auch ein bisschen zu viel bezahlen, ne? Ja, vom Konto einziehen, ne? Das wollen die zwar, ne? Lassen sie es mit einem SEPA-Verfahren vom Konto einziehen. Hier. Hinterher ist mein Geld weg und die ziehen jeden Monat 55 Euro ein oder 81, weil diese Beträge, die variieren ja auch immer, ne? Die verstehen es aber auch nicht, ne, dass die Beträge dort eingehen. Im November, ne, also jetzt am 11., da zahle ich den Betrag von Januar. Und hier steht, die würden gerne die Rechnung vom 10.22 bis 12.22 haben. Ganze 81 Euro. Mal ganz ehrlich, die ticken nicht mehr ganz sauer. Ich frage mich immer, wer bei der GEZ die Buchhaltung macht. Ne? Ob das so ein Anfänger ist, weil dann könnte ich mich da auch bewerben. Ne? Oder ob das ein Mensch ist, der tatsächlich auch Ahnung von Buchhaltung hat. Und dann frage ich mich, auf welcher Berufsschule dieser Typ war oder Frau. Je nachdem. Weil irgendwie haben die einen Schuss an der Latte, haben die. Aber okay. Stecke ich nicht drinne. Jetzt habe ich einen Widerruf gemacht, habe meine ganzen Kontoauszüge eingereicht und jetzt muss ich einen zweiten Widerruf machen. Wieder meine ganzen Kontoauszüge einreichen. Mal ganz ehrlich, dieses Spiel geht so lange, bis ich so genervt bin, dass ich sage, hier, hallo, Anwalt, ich zahle 450 Euro freiwillig, nur damit sie mir die Scheiße vom Hals halten. Hallo, geht's noch? Ja, mal ganz ehrlich, das kann's doch nicht sein. Wisst ihr eigentlich, wie viele Bäume in unserem Klimawandel sterben müssen, nur damit die GEZ Briefe verschicken kann? Ne? Wie viele Menschen leben in Deutschland? Wie viele werden von der GEZ terrorisiert? So, würde man die GEZ abschaffen, wäre auch diese Papierflut nicht mehr da. Und wir hätten endlich mal was für unser Klima getan, weil wir dann effektiv weniger Bäume umbringen müssten, ja, damit die GEZ Papier hat. Da würden Milliarden von Briefe, müssten wir dann nicht mehr produzieren, wenn man die GEZ abschaffen würde. Ich sag's nur, aktiv gegen Klimawandel, ne? Aber diese Papierflut geht gar nicht. Vor allem, die checken es beim ersten Mal gar nicht. Da muss man noch einen zweiten Brief hinterher schicken, dann einen dritten, vierten, fünften. Und irgendwann ist man beim Anwalt, der dann einen Brief schickt, zwei, drei, vier, fünf. Ne? Papierflut. Das ist ein Tsunami an Papierflut, den die GEZ jeden Monat rausschickt. Reduzieren wir dieses Papier, ja, haben wir richtig effektiv was für den Klimawandel gemacht. Ich wollte es nur mal so erwähnt haben, ne? Die GEZ gehört abgeschafft. Die produziert nichts Sinnvolles. So, ich werde jetzt einkaufen fahren und mich zu den Idioten und Chaoten begeben, die samstags einkaufen gehen. Bin jetzt schon genervt. Ja, ich bin beim Einkaufen und ich habe Glück, ich habe Glück, ich habe Glück. Der Supermarktparkplatz ist total frei. Ich bin bei Lidl gewesen, alles total frei. Auch die Supermarktkasse ist total frei. Dann war ich bei Aldi und da ist auch alles frei. Ich bin so glücklich, dass ich ganz in Ruhe einkaufen gehen kann, dass es nicht voll ist und dass ich meine Produkte kriege. Oh Gott. Ich liebe es wirklich. Ich kann gerade einkaufen gehen, ohne genervt zu werden, ohne belästigt zu werden, ohne lange an der Kasse zu stehen.
Jetzt muss ich nur noch in einen einzigen Laden, weil ich Wasser kaufen muss. Ja. Wollen wir mal sehen, wie das wird. So, ich bin vom Einkaufen zurück und ich habe für meinen Essig, meinen selbstgemachten, ein richtig schönes Glas gefunden, eine Flasche mit, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, mit einem tiefer gehenden Boden und vor allem einen essigfreundlichen Deckel. Hatten sie im Angebot, musste ich unbedingt mitnehmen. So, dann habe ich endlich mal vegane Chicken McNuggets von V Happy. Mal gucken, ob die schmecken, ich weiß es nicht. Na, muss ich gleich in die Tiefkühltruhe packen. Dann für zwischendurch immer mal ganz gut Popcorn, wenn wieder Chicago PD läuft. Heute Abend. Ja, aber es laufen in Deutschland immer nur die alten Folgen, ne? Die sollten sich echt mal schämen. So, meine Thunfischpizza. Die einzige vernünftige auf Aldi. Seht ihr das Bild? Es ist tatsächlich genauso viel Thunfisch drauf, wie man auf der Verpackung tatsächlich sieht. So. Ups. Ja, das mit der Kamera ist immer so eine Sache, ne? So. Ich lege das mal hier in die Kühlung. Ja. Ich habe beschlossen, es gibt Prinzenbohnen mit gehacktes, also Frikadellen. Das hat es nämlich schon lange nicht mehr gegeben. So, Kühlschrank. Und ich habe tatsächlich mein Wasser gekauft. Räubig. Und ein Butternut-Kürbis. Ja. Und die Gurken waren endlich mal im Angebot, Gott sei Dank. Ich habe zwar noch einige drin, aber es scheint ja nicht. Eigentlich, wie schwer es ist, Dinkelbrot zu kriegen. Ich mag kein Toastbrot, aber es ist das Einzige, was ich vertrage. Und ich musste Vollkorn nehmen, weil das andere Brot leider mal wieder ausverkauft war. Soll ich euch was sagen? Die haben ja im Netto umgebaut, ne? Es ist zwar schön, dass es jetzt größer ist, ne? Aber man findet nichts. Und ich meine wirklich gar nichts. Da ist alles kreuz und quer. Ja, man muss sich wieder neu orientieren und die haben genauso wenig vegane, vegetarische Produkte wie vorher. Ne? Man sucht sie verzweifelt, die sind mal wieder hinterm Mond. Das ist wieder toll. Aber ich habe dafür Dinkelnudeln bekommen. Es ist besser als gar nichts. So, das war mein Einkauf. Ich muss noch mal runter, weil ich habe nämlich das Wasser im Auto gelassen. Ich habe zweimal Volvic gekauft. Ist leider Plastik, aber Volvic produziert leider nur in Plastik. Kann ich leider nichts machen wegen. Aber das war mein Einkauf. Ich bin heute fix und fertig. Ich habe vorhin nach Weihnachtssachen geguckt. Ich kann mich nicht entscheiden, ob ich lieber dunkelrot haben will oder pastellpink oder lieber blau. Es ist immer so eine Sache mit dem Weihnachtsbaum. Was mache ich? Wie mache ich es? Ich wollte mir dieses Jahr einen Weihnachtsbaum kaufen. Ja, weil diesmal verdiene ich ganz passabel und da ist sogar ein Weihnachtsbaum drin. Da ist halt nur die Frage, welchen Weihnachtsbaum, wie sieht der aus? Was für einen Weihnachtsbaum hätte ich gerne? Also auf jeden Fall ein künstlicher. Und dann immer die Frage, ja, welche Dekoration denn so, ne? Das muss ja alles zusammenpassen.
Und tja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Das nur für ein bisschen Weihnachtsfeeling. Naja. Hallo Julia. Ich räume mal meine Einkäufe aus und pack sie weg und dann muss ich mein Wasser hochholen. Und dann war es das für heute. So, und weil es ja so schön war, ne, einkaufen zu gehen, guck mal hier, musste ich nochmal einkaufen gehen, weil ich nämlich die Hälfte vergessen habe. Ja. Und wie das so schön ist, man fährt los für Zwiebeln und fängt dann an, noch mehr zu kaufen. Weil man ja noch dies, das und jenes benötigt. Und ehe man sich's verdient, versieht, hat man 1 Million Sachen gekauft, die man eigentlich gar nicht kaufen wollte, weil man ja eigentlich nur wegen den Zwiebeln losgefahren ist. Aber man hat mal wieder mehr gekauft. Naja, wie das halt so ist. Hallöchen auf dem Sonntag. Es ist schon spät abends, es ist schon nach 20 Uhr. Ich habe heute nicht gebloggt, weil ich nämlich einen absoluten Ruhetag hatte. Ich bin heute Morgen aufgestanden, habe Kaffee getrunken, habe mich auf die Couch gelegt, habe eine richtig gute Serie geguckt, die 44100, die Rückkehrer, mit Patrick Flugger. Und ja, ich hatte irgendwie keine Lust. Aber das macht ja nichts. Ich zeige euch jetzt mal meine Abendroutine. Ich war nämlich schon duschen und zwar mit kaltem Wasser, weil hier nämlich kein warmes Wasser geht, aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung. Ich mache das warme Wasser an und hier kommt aus dem Wasserhahn kommt warmes Wasser rein. Lauwarmes. Nur komischerweise kriege ich kein warmes Wasser in der Dusche. Weshalb ich mir gerade den Arsch abgefroren habe, während ich geduscht habe. Naja. So. Ja, ich wasche mir mal kurz die Hände. Ich habe versucht, Körpermilch aufzutragen, aber mit so einem Cleansing Pad geht das natürlich viel, viel einfacher. So, das ist übrigens die Körperlauschen, von der ich euch erzählt habe. Sensitiv Körpermilch. Die habe ich ja schon mal in meinem Instagram vorgestellt. Und ich finde die sehr gut, weil die für Allergiker geeignet ist. Nur wenn ihr gerade aus dem Duschen kommt, sind die Hände noch sehr feucht. Und dann ist das immer ein bisschen schwierig, dann Creme aufzutragen. Ist sogar total dreckig. Obwohl ich gerade mit kaltem Wasser geduscht habe. So, Körpermilch ist aufgetragen. Und da, 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 da. So. Da passiert jetzt auch nicht mehr viel, außer dass ich vielleicht jetzt mir mal eben so ein bisschen die Haare kämme. Damit ich nicht immer solche Locken habe. Aber ich finde die, wenn die Haare trocken sind, kämmen die sich viel, viel besser. Und vor allem ist es weniger Knoten drin. Aber die Knoten reduzieren sich tatsächlich, wenn man das richtige Shampoo nimmt. Und jetzt wartet mal. Ich habe von Altera Naturkosmetik das Kopfhaut Balance Shampoo mit Bio-Hafer und ohne Silikone. Sensitiv und pH-neutral. Ich kann euch das nur empfehlen. Ich finde, jetzt wo ich das benutze, ich kann mir die richtig gut durchkämmen. Ohne dass ich irgendwelche Zerzausungen habe oder ja diese filzartigen Zustände. Ich habe mir sogar schon was zu essen gemacht gerade und jetzt gehe ich wieder zurück auf die Couch.
Also, das war meine Abendroutine. Ich gehe nämlich total natürlich ins Bett, ohne großartig Kosmetik aufzutragen und hier noch was und da noch was und einfach alles natürlich mit natürlichen Zutaten. Jetzt werde ich was essen gehen und mich wieder auf die Couch begeben und meine Serie zu Ende gucken. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Ja, wir sehen uns am Donnerstag wieder. Auf Wiedersehen. Abonnieren nicht vergessen und liken nicht vergessen und hinterlasst mir einen Kommentar. Dankeschön.